Hallo, willkommen zurück, mal wieder bei Familie Reus. Ja, die Nacht, die unsere Sims hier verbringen dürfen oder durften, wird für die einen Sims länger und für die anderen kürzer sein, denn unsere beiden Herren müssen bald zur Arbeit und Leon und Jamie müssen auf jeden Fall vorher nochmal frühstücken. Und die Mädchen können auf jeden Fall ein bisschen ausschlafen, denn die sind bisher noch arbeitslos, aber nicht mehr lange. Die werden auf jeden Fall auch ihre Jobs bekommen. Ich glaube sogar, Maya mache ich irgendwie entweder zur selbstständigen Künstlerin oder zur selbstständigen Bildhauerin, weil wir ja auch irgendwie eine Beschäftigung für sie brauchen, also irgendeinen Job, dem sie nachgehen kann. Dass da halt nicht immer steht, dass sie irgendwie keinen Job hat, weil eigentlich soll sie ja einen haben. Ich hoffe, Salira schläft weiter. Okay. Ja, die beiden Pferdchen sind ja jetzt auch am Schlafen. Jamie kann dann auch bald aufstehen. Ja, ich hoffe, das kriegt Leon noch von der Zeit her ganz gut hin. Dann sollte Jamie mal aufstehen. Ja, wir müssen halt schon wirklich früher aufstehen, um das mit dem Essen rechtzeitig hinzubekommen. Dass sie nicht zu spät losgehen. Leon sollte sich auch nicht zu viel Zeit lassen. Ich hoffe, das kriegt er noch einigermaßen hin. Ja, und heute wollen wir auf jeden Fall eine Einweihungsparty feiern. Ich hätte eigentlich gern einen auf der Dachterrasse gefeiert, aber jetzt fängt es an zu schneien. Ich meine, wir haben noch Frühling. Da kann sowas durchaus mal vorkommen. Ist aber halt nicht ganz so gut, wenn man eigentlich eine Party draußen feiern wollte. Vielleicht sollte ich die dann doch hier drinnen feiern, im Sophias Wohnraum oder so. Wäre halt die Alternative. Weil sonst könnten wir könnten halt hier draußen mal eine Party feiern. Hier so. So eine Poolparty oder sowas könnte man hier feiern. Man könnte hier halt sowas wie ein Festessen oder sowas. Können wir bei Sophia und Leon im Wohnraum feiern. Aber das eignet sich irgendwie beides nicht ganz so gut. Ja, weil es ist halt Frühling und ja, keine Ahnung. Eigentlich wollen wir einfach nur eine Einweihungsparty feiern. Vielleicht machen wir dann ein paar mehr Räume nutzbar, sodass halt jeder mal in jeden Raum reingehen kann, weil es geht ja eigentlich auch um die Einweihungsparty von allen drei Wohnungen, dass wir das nicht nur in einer Wohnung feiern, sondern die auch hin und her laufen können, so ein bisschen. Ich denke mal, das wäre eine Idee. So, mein lieber Jamie, ich hoffe, du bist auch gleich fertig mit deinem Müsli. Denn dein Wagen steht auch schon vor der Tür. Apropos Wagen, unsere Sims haben eigentlich gar kein eigenes Auto und haben eigentlich auch gar keinen Platz dafür. Och, Jamie, mach doch mal schneller. Meine Fresse. Ja, jetzt hast du den Wagen knapp verpasst wahrscheinlich. Ganz knapp. Toll, oder? Funktioniert das noch? Mal gucken. Du solltest mal ein paar Kollegen treffen gehen. Und Jamie, wie sieht's mit dir aus? Ah, du kannst sogar den Wagen. Oh, der ist gerade weg. Tja. Tja, Jamie, das war deine Schuld. Okay, ja, also hier vorne ist gar kein Platz und ich finde es jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, kein Auto zu haben. Oh nein, Jamie fährt jetzt nicht ernsthaft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Och, Junge, es regnet. Es schneit. Und du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit. Du bist auch bescheuert. Können wir ja wieder hierher sitzen oder. Vielleicht sollten wir es gleich ganz löschen, wenn die Sims auf die Idee kommen, hier das Fahrrad zu benutzen. Das war eigentlich nur dekorativ gemeint. dann werden wir das, glaube ich, erstmal wieder hier von diesen schönen Fahrradständern verbannen. Wenn er dann angekommen ist, eigentlich ist der Job, ist der Arbeitsplatz ja nicht weit. Ich habe das ja extra so. Ja. Ich wollte ja extra, dass die Sims mehr im Stadtzentrum arbeiten. Jamie arbeitet hier. Leon arbeitet hier. Also es ist nicht so ein weiter Arbeitsweg. Das wäre schlimmer, wenn wir irgendwie weiter weg arbeiten würden. Beziehungsweise wenn wir weiter weg wohnen würden. Hätten wir einen viel längeren Arbeitsweg. So, ich würde sagen, Maya kann 10 Uhr ungefähr aufstehen. Sollte das eigentlich in Ordnung sein? Ich finde es schrecklich, dass hier jedes Mal alles wieder neu laden muss. Kann das nicht einfach geladen bleiben? Kann man diese Infos nicht einfach speichern? Während man von diesem Grundstück weggeht. Das ist anstrengend. Na gut. Ich finde es auf jeden Fall mal cool, wenn wir mit Sophia
mal meditieren, so wie das auch ihr Wunsch ist. Weil, ja, sowas muss man ja nicht nur für die Kampfkunst machen, kann man ja auch einfach so mal machen. So, und dann werden wir hier was Schönes essen. Paar Pomelo-Pfannkuchen. Ich entschuldige mich übrigens nochmal dafür, dass in der letzten Folge kein Spielsound dabei war. Ich habe das erst nach der Aufnahme bemerkt und ich konnte es auch leider nicht mehr ändern, weil ich hatte eigentlich zwei Folgen aufgenommen, nämlich die jetzige Folge sozusagen auch mit. Aber ich konnte halt, also es gibt halt immer noch so eine Backup-Datei, die speichert vom letzten Save, also von dem davor, nicht von dem, wo ich jetzt am Ende speichern würde, sondern von dem davor. Also konnte ich jetzt sozusagen nur eine Folge nochmal neu spielen. Und das ist halt die jetzige. Deswegen konnte ich die vorherige nicht irgendwie nochmal wiederherstellen, nochmal irgendwie neu machen. Deswegen musste ich das leider so lassen. Ich meine, so viele Geräusche gibt es in diesem Spiel eigentlich gar nicht, bis auf das Klicken so und ja, die Sims und irgendwelche anderen kleinen Geräusche. Aber trotzdem ist das schade. Irgendwie schafft das doch noch diese kleine Atmosphäre, die es braucht für Sims. Ich meine, die Musik habe ich ja aus. Also, die Musik ist an, aber ihr hört sie trotzdem nicht. Ja. Aber trotzdem ist es schon mit In-Game-Sound ein bisschen besser. Ja. Okay, du sollst halt echt auch mal aufstehen, Sophia. Der arme Jamie ist halt ein bisschen schwach. Ich würde mal sagen, bevor wir frühstücken, veranstalten wir gleich mal die Party oder planen die gleich mal. Dann können wir unsere Pomelo-Pfannkuchen essen. Also, ja, wir machen auf jeden Fall drin eine Party, so dass wir vielleicht die Wohnräume von jedem öffnen. Dann können wir hier die Flure, da können wir die ganzen Räume abschließen und alles. Und dann sollte das eigentlich passen. Jamie muss den ganzen Tag Briefe eintüten. Am Anfang macht ihm die Arbeit sogar Spaß, doch nachdem er sich mehrmals am Papier geschnitten hat, verliert er allmählich die Lust. Am Ende des Tages sind seine Hände mit zahllosen Schnitten übersät und die Laune von Jamie ist auf dem Tiefpunkt. Oh, das ist natürlich nicht gut, wenn du dich überarbeitet fühlst. Wir sollten trotzdem unsere Kollegen kennenlernen. Ja, wir machen einfach mal eine Einweihungsparty. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, wie lange da die Gäste da sind bei der Einweihungsparty. Ich würde sagen, die lassen wir 18 Uhr beginnen. Ungezwungene Kleidung. Und dann, oh, genau, Liz und Sid können wir auch einladen. Natürlich Philipp, Emily, Tina, also Leons Eltern, genauso wie Patrick, Theresa, Christopher und Ian probieren wir auch noch mit einzuladen. Ja, ich würde sagen, das reicht auch. Yay. Nicht einmal noch mal kurz gucken. Im Stammbaum. Bei Theresa. Ja, die haben noch ein zweites Kind. Uwe. Ian und Uwe. Toll. Tolle Namen. Ja, gut. Ich hatte ja auch einfach schon mal überlegt, ob ich Uwe einfach entfernen soll, weil das nicht zur Story passt, dass sie noch ein eigenes Kind haben. Eigentlich wollten sie nur eins adoptieren. Aber jetzt, wo wir Uwe schon kennenlernen, ich hätte das heimlich, ja, still und heimlich machen sollen. Jetzt bringt das irgendwie nicht mehr so viel. Du kannst auf jeden Fall noch an dem Bild weitermalen, bis die Party anfängt. Und während der Party können wir dann so ein paar soziale Kontakte treffen, knüpfen, weil wir das bisher ja noch nicht so gut hinbekommen haben. So, du kannst dann mal hier reingehen. Aber ein bisschen pieseln, ein bisschen trinken. Flame kann dann rauskommen. Hier auch ein bisschen spielen. Ein bisschen Heu fressen. Jo. Hey, immerhin, wenn wir zu dem einen, also wenn wir da rechts und links hingehen, dann bleiben die Sachen geladen. Das ist doch schon mal was. Uah, da haben wir einen Baum drin. Das war, glaube ich, sogar das Baumhaus, oder? Ja, das war das Baumhaus, in dem wir drin waren. Gibt ja sogar ein bisschen Sinn. Zeitung. Ja. Hier irgendjemand eine Zeitung? Irgendwo Platz, um eine Zeitung hinzulegen?
Bei Jamie halt, aber dann sieht das auch wieder so vollgestopft aus. Ansonsten wollen wir halt einfach gar keine Zeitung. Ich vergesse auch immer am Anfang gleich diese Services abzustellen. Dienste anrufen. Dann können wir das recyceln. Das auch. Warum ist da das Ding jetzt nach oben? Keine Ahnung. Und dann würde ich gern auch mal unseren Job machen, also uns für unseren Job anmelden, sagen wir es mal so, beziehungsweise als selbstständige Reiterin registrieren. Jetzt darf sich wieder alles laden, yay! Ist das nicht der Wahnsinn? Voll cool. Nein, eigentlich nicht. Okay. Jo, also Saliera geht's mittlerweile echt gut. Flame könnte halt noch ein bisschen was schon was vertragen. So, reicht erstmal. Und dann kannst du dich mit Saliera ein bisschen beschäftigen. So. Also, Lisa, du kannst machen, was du willst. Du bist eigentlich mit allem ganz gut dran. Jamie kann vielleicht nach der Arbeit hier im Imbiss schnell was essen gehen. Muss man ja nicht immer zu Hause essen, man kann ja auch mal essen gehen. Auswärts. Pizza bestellen. Pizza bestellen wäre eigentlich cool. Vielleicht kann Maya das ja gleich mal machen. Oder Maya kann was anderes backen. Das wäre auch ganz cool, wenn sie für die Party irgendwas Schönes backen würde. Kekse vielleicht? Genau, Zeitungslieferung möchten wir gerne abbrechen. Ein Kuchen. Ein Pekannusskuchen. Der klingt super. Den machen wir auf jeden Fall. Yay, wir haben Geld verdient. Wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Geld jetzt. In der zweiten Generation. Einfach weil das Haus auch so super teuer war. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall wieder neues Geld verdienen. Beziehungsweise diesmal möchte ich vielleicht auch auf ehrliche Art und Weise ein bisschen Geld verdienen. Weil meistens war das ja nicht so. Also ich habe halt meistens einfach für die Häuser das Geld ercheatet. Beziehungsweise die Sims halt einfach kostenlos einziehen lassen, obwohl die Häuser was kosten. Fähigkeit perfektionieren können wir auf jeden Fall angehen. Sie möchte sich ein bisschen mit Leon anfreunden. Da können wir auf jeden Fall auch mal schauen, ob wir das hinbekommen. Spaß macht ihm das sogar. Ach, er hat. Oh Gott, er hatte schon. Er ist schon gesättigt. Ich dachte, er hätte nichts zu essen bekommen auf der Arbeit. Sah bis zum Schluss so aus. Na gut. Dann kannst du nach Hause kommen. Leon? Ach, Leon ist schon längst zu Hause. Oh je, der Arme. Dann machen wir hier mal ein bisschen sauber. Oh, die Party geht bald los. Dann sollte Sophia auf jeden Fall danach schnellstens wieder zurückkommen. Ja, du kommst zurück. Du bist schon da. Dann sollten wir hier mal an den Türen arbeiten. Das machen wir mal als Eingangstür. Das kann aufgeschlossen bleiben. Das ist alles abgeschlossen, richtig? Ja. Das ist sehr gut. Bei Jamie hier oben auch alles abgeschlossen. Aufschließen. Können wir auch aufschließen. Die Tür hier. Abgeschlossen, das auch und das, okay. Wie sieht das mit den Türen hinten? Die sind auch abgeschlossen, oder? Ja. Huch, das wollte ich gar nicht. Hm.
So, müssen wir vor allem alles wieder neu machen, wenn die Party vorbei ist. Nur, dass das klar ist. Yay. Da musst du eigentlich gar nicht reingehen. Eigentlich solltest du eher schlafen gehen, mein lieber Jamie. Kannst du ja nicht so ganz an der Party teilnehmen, aber ja. So ist das eben. Oh, das sieht richtig cool aus, das Bild. Maya, du bist ja echt cool. Das sieht irgendwie aus wie ein Comic, so vom Stil her. Gefällt mir. So, jetzt machen die Pferdchen was miteinander. Das ist ganz schön. Dann geht Salira schon mal richtig super. Und Flame sollte sich dann noch ein bisschen um seine Bewegung und um seinen Durst kümmern. Ja, das passt sonst auf jeden Fall. Oh, warum fährst du mit dem Fahrrad nach Hause? Oh, ich muss dieses Fahrrad löschen. Das ist ja echt nicht schön. Die braucht jetzt Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob die Gäste in der Zeit schon kommen. Ich meine, das sind andere Leute da immerhin. Aber das ist trotzdem super nervig. So, Leon, dann mach hier mal die Wäsche sauber. Hier liegt auch was. Warum liegt das eigentlich da? Haben wir jemals den Sportraum genutzt? Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt neu. Mal schon mal die ganze Wäsche wegräumen. Die ist nämlich ein bisschen unattraktiv, kann man sagen. So, und das kommt jetzt ins Familieninventar oder so. Weil das Fahrrad brauchen wir nun wirklich gerade nicht. Oh, diese Teile. Achso, da wusste ich nicht mehr, wo ich die platzieren soll. Deswegen sind die auch im Familieninventar. Diese ganzen Plakate. Also diese Auszeichnungen dafür, dass meine Fähigkeit maximiert hat. Gut. Ja, Sophia, da kommen doch auch schon die ersten Gäste. Das ist doch sehr schön. Wir haben ja auch gar keine Musik, oder? Nee, haben wir nicht. Auch interessant, dass gerade in Sophias Raum oder in Sophias Wohnraum die Musik fehlt. Aber nee, hier haben wir eine Stereoanlage, okay. Yay, okay, da haben wir also überall. Haben wir mal ein bisschen Elektro. Ja, die können ruhig auch hierher kommen. Die können sich ja dann zu den anderen Räumen aufteilen. Mallory, Tina, Liz, Theresa. Unsere liebste Theresa. Ach ja. Jamie, der ist am Schlafen nach wie vor. Du backst was und dann gehst du auch hier rüber. So, dann warten wir erstmal, bis hier ein paar Leute reinkommen. Oh, wo hast du die Spaghetti her? Die standen vorher nicht auf dem Boden. Ich weiß nicht, warum sie sie da aufgesammelt hat, aber na gut. So, mit wem könnten wir uns denn anfreunden? Was wäre denn da eine gute Idee? Mit Theresa, würde ich sagen. Aber das werden wir wahrscheinlich mit jedem machen müssen. Wie gut kennt Jamie sie? Ein bisschen besser. Aber Jamie muss eh schlafen. Ja. Oder wir freuen uns ein bisschen mit Tina und. Gut, ich weiß nicht, ob ihr Mann auch mit da ist. Aber die sind, glaube ich, auch beide Promis. Das ist ein bisschen schwerer. Na, wir werden schon was finden. Ich denke mal, wir werden uns einfach mal mit Theresa anfreunden. Mit unserer lieben Tante. Ja, Ian wäre hier für Maya oder Christopher. Mit unseren Eltern kommen wir eigentlich ganz gut klar, meine ich. Mit Philipp könnten wir uns vielleicht mit Maya ein bisschen anfreunden. Wie geht's dir denn mit dem Kochen? Ah, hast du schön gemacht. Sehr schön. Wow. Wow, okay. So, den bringen wir gleich mal mit rüber. Den hast du sehr schön.
Sehr schön gebacken, meine liebe Maja. Setz den schön ab. Boah, das war jetzt genau unter der Lampe. Und was dann, Maja? Geh doch mal rüber, Mädchen. Dann komm. Dann können wir den hier herstellen. Okay. Und schon kann sich jeder bedienen, der möchte. Die Spaghetti hingegen, würde ich mal sagen, kommen in den Kühlschrank. Und dann können wir uns hier ein bisschen unterhalten. Ein bisschen alte Freundschaften, Bekanntschaften auffrischen. Jo. Oh, wir können mit unserem Sportabschluss prahlen. Das können wir natürlich auch gerne machen. Ein Geheimnis verraten. Was gibt's noch so Schönes? Oder über unsere neue Arbeit reden. Und dann können wir vielleicht sogar noch zusammen ein Foto aufnehmen. Ach, ist das schön, dass wir alles Schönes machen können mit der lieben Therese. So, du bist immer noch am Aufräumen. Jamie ist immer noch am Schlafen. Der wird auch noch ein bisschen weiter schlafen. Sid ist hier. Oh, Patrick ist auch hier. Liz, und wer ist das? Mallory. Mallory immer noch. So, dann würde ich mal sagen, können wir uns vielleicht mal kurz mit ihren anfreunden, würde ich sagen. Bevor Philipp reinkommt vielleicht, weil er steht ja noch draußen. Und Leon ist dann hoffentlich auch bald fertig. Kann er sich auf jeden Fall hier mal einen Teller nehmen. Ich glaube, der Hunger ist gerade am schlimmsten. Wir haben hier Musik. Habe ich jetzt auch erst bemerkt, um ehrlich zu sein. Ha, ist doch schön. Können wir vielleicht Indie machen? Leute, kommt doch mal rein in den Raum. Warum steht ihr denn jetzt alle immer draußen rum? Das ist ja auch nicht schön. Ich weiß schon, was Leon als erste Aufgabe hier machen wird, wenn er Zeit hat. Wenn vorher keiner dafür Zeit hatte. Ah, Tina nimmt sich ein Stück Kuchen. Klar, macht das Mädchen. Er ist auf jeden Fall noch ein Teenager, der liebe Ian. So, quatschen mit ihm über unseren Abschluss. So von wegen, ja, wenn du die Schule ganz toll machst und dann zur Uni gehst, dann wirst du auch so einen tollen Abschluss haben. So in der Richtung soll das wahrscheinlich sein. Und dann können wir nochmal über unser rebellisches Verhalten reden. Dass das gar nicht gut ist, als Teenager sowas zu machen. Oder sie erzählt ihm, wie cool das ist und dass man das ruhig mal machen kann. Dass das gar nicht so schlimm ist, wenn die Eltern meckern. Oh, Leon, was machst du denn? Nein. Nein, Leon. Böser Leon. Aus. Ich habe extra eingestellt, dass er überall nur das jeweilige Zimmer reinigen soll. Was macht er? Er will das ganze Grundstück reinigen. Das ist ja auch falsch. So. Nehmen wir mal hier hoch. Ach, ich wollte es anpacken. Kann ich hier nicht drehen? Ja. Sehr gut. Yay! Und schon ist der Wäschekorb voll. Super. ja. Wie gesagt, das Spiel läuft nicht so sonderlich toll. Ich hoffe, dass es bald mal wieder besser läuft. Was macht Christopher denn da? Guckt die ganze Zeit seine Frau an und freut sich oder was ist da los? Ist ja auch nicht. Die beiden quatschen. Leon isst erstmal schön. Wenn er es dann mal hinbekommt, zu essen. Ja. Dann können wir hier mal ein bisschen tanzen. Und dann können wir mal schauen, ob wir die anderen irgendwie reinbekommen mit dem Tanzen. Dass wir sie zum Tanzen bringen können. So, ich würde sagen, Jamie kann jetzt auch mitmachen hier bei der Party. Yay, Christopher tanzt schon mal. Das ist schon mal super. Aber die Hälfte der Leute steht draußen. Das ist echt schade. Ich hoffe, wir können die noch überreden. Emily ist gar nicht da, leider. Weiß nicht, ob sie was zu tun hatte oder so. Aber eigentlich ist Arbeitszeit ja nicht bis 18 Uhr.
ist ja eigentlich ein bisschen früher normalerweise. Ah, da geht Liz, glaube ich, zum Maya rein, so wie es aussieht. Und schaut da mal. Warum nicht? Das ist wahrscheinlich auch eher Liz-Stil. Die ist ja auch so eine kleine Rebellin. Ich denke mal, das wird ihr am meisten gefallen hier. Sie hat auch ein cooles Outfit irgendwie an mit dieser weißen Hose dazu. Und dann können wir vielleicht mal ein bisschen mit ihnen tanzen. Ja. Oh, Jamie kommt. Sehr schön. Ah, ja. Sonderlich spannend finden sie die Party hier nicht, die hier draußen stehen. Liegt vielleicht aber auch daran, dass hier draußen steht, Leute. Es hat schon seinen Sinn, warum es draußen langweilig ist. Weil man hier auch reingeht. So, dann werden wir mal ein bisschen den Schlammbader hier einweihen. Wenn es denn. Wenn, oh je. Das ist ja schrecklich hier manchmal. Komm, Jamie, beweg dich. Danke. Und dann, wie gesagt, Schlammbader tanzen einmal bitte. Dann können wir hier alle, die hier mit sind, mit reinrufen, indem sie mittanzen sollen. Ah, Schlambala, kenne ich noch aus Sims 1. Ist sehr gut. Einfach nur gut. Was ist das? Das sind doch nicht Hausaufgaben, oder? Oh nein, sie hat den Multitab mitgenommen. Böse Liz. Böse, böse Liz. Ganz böse. Okay, dann bitten wir ihn mal. Was? Die können nicht mehr tanzen. Was war das denn? Oh Mann. Dann müssen wir sie halt herbeirufen. Das ist ja albern. Das konnte man sonst immer. Schade. Ja, Leon macht hier irgendwie auf der Party nichts anderes als futtern. Und irgendwie sollten wir uns schon mal ein bisschen anfreunden hier. Ah, schade, dass Emily fehlt. Mit der hätte sich Leon ein bisschen anfreunden können. Oh, ich möchte doch dieses um die Hand anhalten bei den Eltern. So, das kann man nämlich auch machen. Das finde ich voll süß, dass man das machen kann. Deswegen würde ich das super gerne machen. Dann können wir je nach ihrem Tag fragen. Vielleicht können wir sie auch noch umarmen. Nein, sicher nicht. Oh. Dann tanzen wir einfach gleich noch zusammen mit ihr. So, ja, Jamie. Du musst eigentlich nicht mit deinem Vater reden. Kannst eigentlich mit Christopher ein bisschen quatschen. Der ist eigentlich der, der hier gerade am schönsten, am besten drauf ist. Weil der, ja. Weil er hier so viel Spaß hat, ne? Und du kannst dann vielleicht auch noch einen Teller nehmen. Oh, Christopher geht. Na gut, dann rufen wir mal Sid rein. Dann können wir mit ihm ein bisschen quatschen, wenn er noch da ist. Oh, Mädchen, du kannst ja jetzt nicht ernsthaft mit dem Multitap spielen. Was ist das denn? Irgendein Donut-Spiel. Wie cool. Okay. Ah, wie süß die beiden tanzen. Wie knuffig. Ja, Leon, geh mal weg da. Bisschen aus dem Weg hier. Och, Leon, ehrlich, kommst du jetzt da kein Stück? Du tanzt wie ihn. Oh, wie süß. So, okay, dann rufen wir mal deinen Vater rein. Du kannst deinen eigenen Vater um Autogramm bitten, das ist ja traurig. Warum kann Jamie Leute reinrufen und Leon nicht? Das ist sehr eigenartig. Oh, dann können wir mit Sid so ein bisschen über Standardkrams quatschen, so Mainstream verachten und solche Sachen halt, worüber man sich da so verhält, unterhält. Können ein bisschen über seinen Abschluss quatschen.
Über Politik diskutieren, klar. So, kannst du das vielleicht jetzt? Ja, jetzt kann er ihn herbeirufen, sein Vater. Die super tolle Beziehung haben die ja auch nicht, ne? Ja. Da können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen dran arbeiten für Leon. Ja, wird heute mal wieder eine etwas längere Folge, wie ihr sehen könnt. Aber ich möchte halt einfach die Party so ein bisschen abschließen. Den Abend so ein bisschen abschließen. Gehen die jetzt alle? Scheinbar. Schade. Na gut, dann kannst du ja auch noch mal einen Teller nehmen. Du ja auch. Das ist auch nicht schlecht. Und dann. Vielleicht kann er noch kurz mal mit ihm quatschen. Weiß ich nicht. Liz, hey. Du hast jetzt aber nicht unseren Multitap eingesteckt, richtig? Das hast du nicht. Nein. Wieso solltest du auch, richtig? Du bist ja eine Nette und keine, die klaut. Ich mache ja auch gleich mal ein Kompliment über ihre Klugheit. Hier. Leck den Teller sauber, Maya. Warum musst du ein ganzes Stück Kuchen nehmen? Oh. Ich bin mir sicher, Liz hat unseren Multitap geklaut. Jetzt mal ganz ehrlich. Ah nein, da liegt der. Okay. Ich war nur blind. Alles gut. Irgendwo hier lag der. Dann ist ja gut. Dann werden wir hier noch ein bisschen Fernsehen schauen. Und du kannst was essen. Du isst dort was. Und Leon kann vielleicht mal auf Toilette gehen. Ich kann mir ja mal den Kamin anmachen. Du hast dein Fernsehen. Ja, das ist schön. Wir uns hier noch einen gemütlichen Abend machen. Wobei Leon eigentlich auch schlafen muss. Und er hat noch gar nicht am Schreiben gearbeitet. Aber das wird schon noch. Oder wir lassen ihn zusammen mit Sophia ins Bett. Weil dann. Dann kriegt er auch seinen Spaß. Nein, den nicht genau. Das Lustige ist ja, jetzt hat sie den Teller abgeschleckt und ist vollkommen satt. Das ist ja auch irgendwie eigenartig, ne? Egal, so sparen wir uns ein bisschen was an Nahrungsmitteln. Vor allem sieht das immer noch genauso aus, wenn das wenigstens ein sauberer Teller wäre, aber nein. Ist ja auch nicht so, als wären hier noch ganz viele Stühle frei, Sophia. Nein, du musst dich da hinstellen. Ja, vielleicht konnte sie es auch einfach nicht abwarten, sich irgendeinen Platz zu suchen. Vielleicht musste sie einfach erstmal essen. Kann man auch verstehen. So, vielleicht haben wir hier einen schicken Sender, wie wir es mit Actionwelt. Vielleicht ganz cool. Und dann können wir danach auf jeden Fall schlafen gehen. Oh Mann, wir sollten uns wirklich hier um unseren Haushalt hier so ein bisschen kümmern. Sollten hier so ein paar Wäschekörbe aufstellen und so. Naja, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ja, 33 Minuten sind jetzt auf jeden Fall erstmal genug. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser kleinen Einweihungsparty. Ihr habt nochmal fast alle der Sims gesehen, mit denen wir bisher so zu tun hatten. Die wir halt auch eben in dieser Stadt mit drin haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.